Herzlich willkommen beim Linda Morgi Podcast. Du bist hier, weil du weißt, dass du deine Gesundheit und dein Leben in der Hand hältst. Und dass, wie du denkst, isst, fühlst, schläfst, trainierst, es dir ermöglicht, das Maximum herauszuholen. Wir beschäftigen uns heute mit Stress, mit 5 Dingen, die du vermeiden solltest im Umgang mit Stress. Stress lässt sich ja selber nicht vermeiden, aber mit dem Umgang gibt es gewisse Tipps und Tricks, die du machen kannst, um es dir zu vereinfachen. Nummer 1. Was du nicht tun solltest unter Stress, ist, deinen Schlaf zu kürzen. Der Schlaf ist eigentlich oft das Erste, das auf der Strecke bleibt, wenn wir Stress haben. Wir sind der Meinung, dass die Zeit, die wir extra arbeiten müssen, so am einfachsten reinzuholen ist. Man schläft einfach weniger. Und es ist eigentlich erschreckend, wie viele von uns die Erfahrung auch mal gemacht haben, die Nacht durchzuarbeiten. Im Geschäft oder für einen Abgabetermin oder irgendetwas. Und was da natürlich passiert ist, dass die Stunde, die wir vielleicht rausholen, qualitativ niemals an eine Stunde rankommt, ausgeschlafen. Also man spielt ein bisschen Quantität oder Qualität. Aber vor allem auf lange Dauer solltest du deinen Schlaf nicht kürzen. Viele von uns haben ganz schnell mal verlernt, wie es eigentlich war, als wir genug geschlafen haben. Weil wir über Monate, Jahre eigentlich zu wenig schlafen. Und wir haben gar keinen Vergleich mehr, wie es ist, wenn man frisch an eine Sache rangehen kann. Um herauszufinden, wie viel solltest du schlafen. Die goldene Zahl ist ja 8 Stunden, aber viele glauben das nicht. Ja, ich brauche das nicht, seit Jahren und so weiter. Es gibt einen guten Trick. Und zwar, wenn du das nächste Mal in den Urlaub fährst, nach 14 Tagen, an denen du jeden Tag ausschlafen kannst und ausgeschlafen hast, die Dauer an Schlaf, die du an diesem 14., 15. Tag hast, das ist, was du eigentlich an Schlaf benötigst. 14 Tage ausschlafen und die Dauer an diesem 14. Tag. Das ist natürlich nur so eine grobe Richtzahl, denn ich mache immer mal öfter die Erfahrung, dass es Leute gibt, die kommen gar nicht mehr genug runter, um zu schlafen, um länger zu schlafen, um am Morgen auszuschlafen. Und das sind so die ersten Anzeichen dafür, dass du über Dauer viel zu wenig Schlaf in deinem System hast. Aber du funktionierst noch. Viele von uns funktionieren sehr, sehr lange. Einige merken das gar nie, es hat gar nie Konsequenzen. Andere merken das gesundheitlich oder auf anderen Bereichen. Also überleg dir das so. Die Qualität, die du eigentlich rausholst, indem dass du auf deinen Schlaf achtest und auf genügend Schlaf achtest, macht die Quantität wieder wett. Ich weiß, es ist sehr schwierig, wenn man mal in diesem Turnus drin ist, an 5 Stunden Schlaf, sich da wieder rauszuarbeiten. Es braucht Geduld. Es wird auch die ersten paar Wochen schwierig sein, zu erkennen, was ist jetzt der Vorteil, weil dein Körper braucht eine Weile, sich da wieder zu erholen, aber es wird sich lohnen. Das Zweite, das du vermeiden solltest im Umgang mit Stress, ist, deine Bewegung und deinen Sport zu kürzen. Und zwar eigentlich aus den genau gleichen Gründen wie beim Schlaf. Es geht hier um Qualität, Quantität. Der Sport, die Bewegung bringt dich wieder zurück in den Körper. Wir sind eigentlich alle als Kopfmenschen unterwegs, denken viel, Stress läuft eigentlich im Kopf ab, verarbeiten. Und wenn du Sport treibst, dann
regt diese Bewegung an, eigentlich aus diesen Gedanken rauszukommen, zum Beispiel. Und wer hat es nicht schon, dass er danach einen anderen Blickwinkel oder eine neue Idee hatte? Und darum geht es. Also die Bewegung, die wird dir helfen. Natürlich, wenn wir über das Kürzen reden, wenn du normalerweise dreimal pro Woche was machst und dann für zwei Wochen auf zweimal runtergehst, das hält sich noch einigermaßen in Grenzen. Aber sobald du eine Woche oder zwei ohne Sport bist, dann beginnt sich das langsam etwas zu rächen. Und gemäß Studien wissen wir auch, sobald du mal aus diesem Rhythmus raus bist und 10 Tage ohne sportliche Aktivität überschritten hast, dann schaltet unser Hirn sozusagen auf Couch Potato. Und es wird immer schwieriger, dass du wieder mit Sport beginnst. Weil, also, wenn sich unser Körper das aussuchen kann, dann ist er von Haus aus eigentlich faul. Und er mag diesen Couch-Potato-Mechanismus. Darum, am besten gar nicht erst aufhören. Und da schön drin bleiben. Die Nummer 3, die du vermeiden solltest im Umgang mit Stress, ist es, anderen die Schuld zu geben. Zum Beispiel deinem Chef, der dir ja so viel Arbeit gibt, der es nicht schafft, eine zusätzliche Person einzustellen, der damit verursacht, dass du Stress hast. Andere externe Faktoren, dein Kind, Krankheiten, Umfeld, die sind schuld, dass du Stress hast. Was du in diesem Moment machst, wenn du anderen die Schuld gibst, ist, du gibst auch die Kontrolle weg. Weil wenn andere schuld sind, dann kannst du ja nichts dagegen tun. Wenn du jetzt das aber vermeidest, da Schuld zuzuweisen und dich das selber reflektieren lässt, dann siehst du vielleicht auch Methoden, wo du eingreifen und was ändern kannst. Dass du vielleicht da mal ein Gespräch mit dem Chef suchen kannst oder dass du vielleicht sagst, okay, wie könnte ich das anders lösen, dass ich nicht so viel Arbeit daraus habe. Also, gib nicht anderen die Schuld, weil dann gibst du die Kontrolle weg. Die Nummer 4 an Dingen, die du vermeiden sollst im Umgang mit Stress, ist es, dich zurückzuziehen. Wenn Stress auf dich zukommt, dann ist es ganz selbstverständlich, dass du eine Reaktion hast, dass du das zuerst mal verstehen und verarbeiten möchtest. Mit dir alleine, ohne da groß mit jemandem drüber zu sprechen. Ein normales Verhalten. Viele von uns haben das in einem größeren oder kleineren Ausmaß. Nach einem erstmaligen Rückzug jedoch möchtest du aber ein bisschen mehr in Aktion und in Interaktion treten. Weil alleine aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen, ist schwierig. Im Kopf drin dreht sich das Ganze wie ein Hamster im Hamsterrad. Und es gibt mehrere Methoden, wie du das durchbrechen kannst. Und es ist eigentlich nicht mal so wichtig, dass du das mit jemandem besprichst und der dir eine Antwort oder einen Ratschlag gibt. Das allererste, was du tun kannst, ganz für dich, ist es, niederzuschreiben. In einer Journalvariante, in einem Brief, den du auch nicht abschicken musst, in kurzen Notizen, währenddem es dich beschäftigt, mitten im Tag oder einfach systematisch am Abend, dir 5 Minuten zu nehmen und einfach mal zu schreiben. Und es geht hier nicht darum, dass du eine Lösung hast. Ich sage dir gleich, warum einfach nur das Schreiben schon hilft. Weil das zweite wäre, es auszusprechen, es zu formulieren. Natürlich sprichst du mit jemandem, aber es geht hier nicht so um einen Ratschlag zu bekommen oder um den Dialog. Es ist sehr egoistisch, mal einfach um das Aussprechen.
Weil was macht das? Das Niederschreiben, am besten noch von Hand, das wissen wir, das hat viel mehr Effekt, und das Aussprechen. In diesem Moment musst du das in eine Form bringen, die Sinn macht, in einen ganzen Satz. Du musst ein Verb aussuchen. Und dieser Prozess ist schon ein großer Schritt mehr wie im Gedankenkarussell. Und das klingt jetzt vielleicht so, aber wenn ich das denke, dann formuliere ich das ja auch. Nachweislich eben nicht. Es ist viel, viel schwammiger, wenn wir das selber im Kopf drehen. In diesem Moment, wo du es schreibst oder aussprichst, bekommt es viel mehr Präzision. Und das hilft schon, weil es hilft dir zu klären, um was geht es überhaupt? Wie nimmst du das überhaupt wahr? Wie formulierst du das? Ist das wütend? Ist das melancholisch? Ist das proaktiv? Ist das reaktiv? All diese Dinge. Und das Zweite, was das macht, ist, es gibt dir eine Möglichkeit, das wieder von außen zu betrachten. Weil wenn du es schreibst, liest du es auch gleichzeitig. Oder nachher. Wenn du es aussprichst, dann hörst du es auch. Und das ermöglicht dir wortwörtlich, deine Sicht von innerhalb deinem Kopf und innerhalb deiner Gedanken nach außen zu verlagern und das von außen zu sehen. Wie ist das? Und das ist das Wichtige daran. Denn in diesem Moment kannst du das aus einer anderen Perspektive betrachten. Du kannst es von außen betrachten. Und du kannst dann auch überlegen, wenn dir das jemand so erzählen würde, wie wirkt das auf dich? Was würdest du für einen Ratschlag geben? Und so kannst du es wieder verarbeiten. Also das ist der große Vorteil hier, wenn du aus diesem Rückzug rauskommst und das so formulieren kannst. Das Fünfte auf der Liste von Dingen, die du bei Stress vermeiden solltest, ist es, den Stress negativ zu färben. Hatten wir auch schon als Thema. Du sollst nicht das Gefühl haben, hey, das ist alles schlecht für mich. Du solltest auch nicht dir die Geschichte erzählen, ich kann das gar nie ändern, es wird nie besser, es wird nur schlimmer. Das ganze negative Färben hilft dir nicht, es schadet dir aber. Der Stress wird nicht weniger, sondern eher mehr. Und die Studien zeigen auch, je mehr du das glaubst, dass Stress für dich schädlich ist, umso schädlicher ist der Stress für dich. Also vermeide das, versuch das nicht zu werten. Oder wenn du kannst, versuch das positiv zu sehen, denn jeder Stress, sobald du den verarbeitet hast, ist wieder was Positives. Und so kannst du da eigentlich ein bisschen das System durchbrechen und rauskommen. Und das sind diese fünf Dinge, die du im Umgang mit Stress vermeiden möchtest. Du möchtest vermeiden, den Schlaf oder deinen Sport zu kürzen. Weil wir gesagt haben, Quantität, Qualität, es ist wichtig, dass nicht nur die Anzahl Stunden für dich wichtig ist, sondern auch die Qualität, die du aus diesen Stunden rausholen kannst. Es ist wichtig, dass du nicht anderen die Schuld gibst, weil in diesem Moment gibst du die Kontrolle weg über den Stress und wie du den managen kannst. Nummer 4 war, dass du dich nicht zurückziehen solltest, dass du dir überlegst, kann ich das niederschreiben oder kann ich das jemandem erzählen und so in dieser Art des Formulierens und dem auch Wiederhörens einen Perspektivenwechsel vornehmen kannst. Und das Letzte war, den Stress nicht negativ zu färben, eher als etwas Positives zu sehen, als eine Challenge, aus der du stärker rausgehst. Ich möchte dir jetzt die Aufgabe geben, dass du die 5 Dinge mal anwendest bei deinem nächsten Stress, dass du mal schaust, wo bist du tendenziell die Person, die den Schlaf kürzt und den Sport kürzt, und würde dir ans Herz legen, mal 2
diese Dinge anders zu machen. Also wenn du jetzt typischerweise den Schlaf kürzen würdest, dann das nicht zu tun. Wenn du typischerweise dich zurückziehen würdest, dann schreib es doch mal nieder. Das ist deine Aufgabe für heute. Ich hoffe, du hast die Folge genossen. Wir sehen uns jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt. Wenn dir das geholfen hat, du jemanden kennst, dem das auch helfen würde, dann leite es doch weiter. Wir sind immer froh um weitere Empfehlungen und eine gute Bewertung auf iTunes. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und bis zum nächsten Donnerstag.